Hi, ich bin Ezekiel. Danke, es geht mir gut. Glaube ich jedenfalls. Und damit willkommen zu einer weiteren Videokolumne für The Club Map und Köln hat Bass. Ja, jetzt sind es 100 Tage und ein paar zerquetschte Lockdown. Die gesamte Branche liegt am Boden. Und ich sage, es geht mir gut. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich könnte woanders wohnen, nicht in Deutschland. Ich glaube, mir würde es nicht so gut gehen. Hier bin ich abgesichert durch den Staat und seine Maßnahmen. In anderen Ländern sieht es ein bisschen düster aus, wenn ich mitbekomme, was dort Künstler und dergleichen im Prinzip an Optionen noch haben. Denen schmilzt gerade eine ganze Menge weg. Also von daher kann ich mich hier nicht beschweren. Die großen Namen der Branche können sich eh nicht beschweren. Wer, sagen wir mal, jedes Wochenende für zweimal 2000 Euro oder zweimal 4000 Euro spielt, der sollte mit Sicherheit so viel auf der hohen Kante haben, dass er, ja, keine Ahnung, 3 Monate sind es jetzt, lasst es 9 Monate werden, aber die müsste man überbrücken können, gehe ich mal von aus. Also mal einfach ganz ketzerisch vermutet. Nichtsdestotrotz geht es auch langsam wieder für uns alle los. Wir merken ja gerade, dass so diese Bemühungen anfangen, dass outdoor-mäßig was passieren kann. Momentan ist es nur biergartenmäßig. Aber es ist davon auszugehen, dass relativ bald auch vielleicht als erstes der Maskenzwang oder halt auch die Abstandsregelung oder dass man nicht von Tisch zu Tisch wandern darf. Wieder ein wenig zurückgefahren wird. Es wird wahrscheinlich relativ auch in absehbarer Zeit echte Open-Air-Events geben. Wahrscheinlich nur mit einem beschränkten Kontingent, keine Ahnung, 150, 200 Leute, die dürfen. Aber da wird sich eine Menge tun jetzt in nächster Zeit. Und es ist ja auch gerade die perfekte Sommer. Sommer ist gerade super am Kommen und ist perfekte Jahreszeit dafür. Also da kann man schon richtig dankbar sein. Nicht so schön sieht es natürlich immer noch aus für den Clubbereich. Und was mir in den ganzen Gesprächen aufgefallen ist, ist eine Sache, die viele Leute ausgeblendet haben und die ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Erst recht jetzt in der Konstellation, dass wir mit diesem Fleischfritzen-Tönnes ja schon genug Spaß im weiter Norden in Gütersloh haben. Die Haftungsfrage. So, und ihr kennt ja alle mein Lieblingsbeispiel, wie eine Rolle rückwärts ganz scheiße läuft. Südkorea, wo ein Typ durch 3 Clubs gelaufen ist und etliche Leute hart infiziert hat und danach Südkorea einfach alle Clubs wieder dicht gemacht hat. Das ging ganz schnell. Zack, 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 buff, Ende. Und das ist immer noch so. Haftungsfrage, was bedeutet das? Ja. Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ich bin auch ein Linguist erster Kajüte. Nee, aber gehen wir mal zu dieser Geschichte mit dem Restaurant in Ostfriesland, Ostfriesland war es, glaube ich, wo Gäste sich infiziert haben in diesem Restaurant. Von diesen Gästen sind einige sehr schwer erkrankt und das bedeutet, dass sie dann auch auf die Intensiv mussten. So, ein Tag auf der Intensiv kostet, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgegoogelt, 8.000 bis 14.000 Euro, wenn dann auch noch so eine Beatmung mit dazu kommt. Gut, wenn jetzt allein 5 oder 6 von den Leuten, von diesen 30, die es glaube ich waren, beatmet werden müssen, über eine Woche kommt ein bisschen was zusammen. Wer bezahlt denn das? Die Krankenkasse? Schwierig. In dem Fall in Ostfriesland ist es relativ klar, wer wohl zur Kasse gebeten wird, weil der hat eigentlich gar nicht offen haben dürfen. Sprich, er hat das Ganze selber riskiert. Aber diese Haftungsfrage zieht sich auch natürlich dann auf Clubgeschichten rüber. Wer zahlt dafür, sollte sich jemand, wenn Clubs offen wären, in einem Club infiziert? Der Clubbetreiber? Die Krankenkasse?
Wer soll es bezahlen? Also die Krankenhäuser werden mit Sicherheit nicht die Leistung einfach verschenken. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Ganze noch ein bisschen dauern wird, weil letztendlich müssen hier ja nicht nur die Veranstalter und Clubs mit der Politik unter einen Hut kommen, sondern auch noch die ganzen Versicherer. Und wenn die sagen, wir versichern den Spaß nicht, wird niemand aufmachen. Das ist so eine Überlegung, die ich habe. Weil letztendlich, also es muss ja keine Mortalität mit dazukommen, aber einen schweren Verlauf können auch Jüngere haben. Das ist ja die Sache. Die Jüngeren, die einen schweren Verlauf haben, sterben nicht, aber sie verursachen Kosten. Die Älteren sterben eher. Das ist ja nun bekannt. Deswegen gibt es ja auch diese verrutschte Wahrnehmung, dass es nur ein Problem der Älteren ist. Und es ist doch so, die meisten in meinem Umfeld wissen gar nicht, in was für einem gesundheitlichen Zustand sie überhaupt durch das Nachtleben, was sie in vollen Zügen genießen, sind. Die meisten haben nicht mal einen jährlichen Check. Ich bin selber 4-mal im Jahr beim Check-up und lasse meine Blutwerte und alles überprüfen, ganz genau, weil ich in diesem Nachtleben eintauche mit allen schönen Sünden, die es dort gibt und Lastern, die man haben kann. Ja, also das macht man ja, also ich bin mir bewusst, ob ich Risiko habe oder nicht. Die meisten wissen nicht mal, welche Blutgruppe sie haben. Also von daher, und wer soll dann haften? Haftet jeder, der in einen Club geht, für etwaige Kosten, die dann entstehen, falls er sich infiziert, falls so ein Superspreading stattfindet, zahlt er dann selber? Oder soll der Club dann, weil ist ja der Austragungsort, oder derjenige, der unbewusst infiziert war und alle infiziert hat, wer zahlt? Ich sehe da ein Problem. Draußen in der freien Wildbahn ist so viel Luftzirkulation, da ist keine Brutstätte in dem Sinne. Deswegen ist auch wahrscheinlich bei diesen ganzen Demos kein wirklicher Superspread dann am Ende zu verzeichnen. Aber wir reden jetzt hier von Clubgeschichten, wo man mit 0 cm Körperentfernung, nämlich direkten Hautkontakt, auch gerne mal mit Leuten tanzt und flirten und so weiter will. Ich meine, darum geht man ja in ein Club, man geht ja nicht nur dahin, um Musik zu hören und für sich alleine nur zu tanzen, man will ja die Interaktion auch mit anderen. Also mir geht es jedenfalls so. Wenn jemand meint, er kommt auch ohne klar, dann ist das ihm gerne überlassen. Aber ich rede ja gerade auch aus meinem Erfahrungsspektrum. Und entsprechend sehe ich da halt den Unterschied. Auch wenn man jetzt meint, ja, es könnte problematisch sein, die Dinger länger zuzuhaben. Ja, wir müssen eine Lösung finden, damit klarzukommen. Wir müssen überlegen, wie kriegen wir es hin, dass wir die Clubs aufmachen können, ohne ein riesen Risiko einzugehen. Also ich denke mal, das wird der Weg sein. Zum Beispiel, dass nur Leute aus Köln in Kölner Clubs rein dürfen und halt die aus dem Umland. So dass nicht dann der Virus, sollte es zu einem Infektionsereignis kommen, dann gleich, keine Ahnung, 5 Stunden später im Flieger nach Berlin sitzt. Damit ist ja keinem geholfen. Aber was sind denn eure Gedanken so? Und wie gesagt, was denkt ihr über diese Haftungsfrage? Das würde mich ja echt mal interessieren. Ein bisschen fragend. Und immer noch nicht ganz eindeutig mit einer Meinung dazu verabschiede ich mich und hoffe ein bisschen auf Input von euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.